Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir haben die Nacht abgewartet, der Schmidtdown ist da hinten. Und genau, wir haben so ein bisschen die Bäume hier gefällt. Das kam ja ganz gut, weil wir hätten ja sonst sowieso warten müssen durch die Nacht. Das wäre ein bisschen... Ja, richtig. Das wäre nämlich sonst schnell langweilig geworden. Oder eher gesagt, können wir die Zeit dann besser nutzen. Was für Kiesel Holz hast du denn jetzt schon? Nein, warte, 1000 glaube ich. Und ich bin Level up. Ja, fast 1000. Cool. Ich hab jetzt nochmal fürs erste Holz. Es fehlt nur noch Stein. So, jetzt wollte ich die zweite Eisenspitzhacke machen. Ich habe nicht gesehen, ich kann auch die Feuerwehrakt schon machen. Das heißt, wir können jetzt viel effizienter Holz abbauen. Cool. Ich habe nämlich gerade das Doppelte rausbekommen als der Felix mit den Feueräxten hier. Scrappt ihr aber mal beide. Sieht so frei aus. Ohne Bäume. So, was machen wir heute? Erzähl mal. Wir wollten noch in die Stadt gehen, oder nicht? Noch den Rest eigentlich, machen. Ja, eigentlich nichts Besonderes. Wir gehen einfach in die Stadt wieder. Ja, richtig. Weil das eine geile Stadt ist. Warte, ich gebe dir hier schon mal, ich gebe dir einfach mal gerade hier, guck mal hier in die Waffen rein, in der Mitte. Cool. Die kannst du mitnehmen, aber halt, wie gesagt, nicht als Dings. Ich habe noch was für dich. Ich glaube, ich lasse sie sowieso hier, weil ich glaube, ich brauche sie ja noch nicht wirklich. Nee. Einfach den hier und den lasse ich. Aber hier, den kannst du mitnehmen. Achso, den habe ich gerade da reingelegt. Nee, den habe ich mitgenommen. Der war noch von mir, den hatte ich gefunden. Den. Also. Du hattest doch einen grauen Schraubenschlüssel, den können wir mitnehmen. Ja, ich hatte einen Schraubenschlüssel dabei, ja. Wobei, ich lass meinen erstmal hier, dann habe ich einen Platz mehr. Ja. Steinschaufel kann ich auch kaputt machen. Hier ist noch ein Knochen drin. Wollen wir direkt los? Jo. Ich mache wieder hier an, ne? Ah, warte, hast du ganz viel Eisen irgendwo? Warte. Das unfertige Eisen, das können wir direkt hinten rüber werfen. Ah, ich scrap das jetzt nicht. Okay, direkt los, oder? Ich bin los. Sollen wir Essen mitnehmen? Nee. Brauchen wir nicht. Aber Wasser. Ja, Wasser habe ich. 8. Reicht. Los geht's. Ich hab die Tür offen gelassen. Reicht. Ist ja egal. Reicht. Durchgezogen. So, ein neuer Tag, eine neue Stadt. Oder so. So lief es ja in den letzten Folgen bei uns. Ist ziemlich rund gegangen. Wir sind aber auch ziemlich weit gekommen, muss ich sagen. Ist echt viral gegangen. So, laufen wir nicht nur richtig. Ein bisschen weiter rechts. Und wir haben immer noch Hunger und Durst. Nein. Ja. Also Hunger schon, aber Durst nicht. Erstmal ein Festmahl nach der Aufnahmesession. Das wären 2 Festmahl. Oh, hier ist eine Nest. Ich hab die Uhrzeit. Oh Gott, schon zu spät. Gott, ich soll beißen gehen, ey. Oh ja. 6 Uhr, das lohnt sich nicht mehr. Lass zurückgehen. Okay. Ah, warte mal. Qualität, Joel, will ich mal gerade gucken. Oder wie der heißt. Eddie. Mist. Nee, doch nicht. Joe. Und schneller Eddie hieß es. So. 10 Level muss ich noch steigen. Ah, so. Ah, la. Du brauchst immer so lang. Ich? Ja, du. Genau mit dir rede ich. Okay, ich gehe nach Hause. Genau. Ich gehe nach Hause. Schon 6 Uhr. Darfst nicht mehr rausgehen. Keine Zeit zum Spielen.
Also, wie gesagt, performance-technisch ist das hier auf jeden Fall top bei mir. Auch in der Stadt ist es top. Wie sieht's bei dir aus? Ja, das ist geil. Also, ich sehe es nicht wirklich, weil ich hab's ein bisschen überdeckt. Nein, nein, ich meine jetzt von den letzten Folgen so, als wir in der Stadt waren. Da lief's doch top, oder nicht? Also, es, wie gesagt, wo ist Essen hin? Da ist Essen hin. Von Performance von mir ist super. Also, da ist, das ist richtig geil mit dem Server. Ja. Nur halt mit der Aufnahme, aber da kann ich leider nichts fixen, außer einen neuen PC zu kaufen. Ja. Ich treffe Essen nicht. Geht doch. Oh. Ah, los. Hau dran, genau. Gut so. Bleib dort stehen. Also Zombies killen, das gibt immer die besten XP. Tot? Oh, schon tot. So. Sollte man mehr rumknüppeln. Nochmal 8 Fleisch rausgeholt. Ja, eigentlich. So. Oh, 300. Ich habe 300 Eisen rausbekommen aus den alten Spitz, Äxten. Cool. Ich habe jetzt 250 Qualität an Werkzeug. 250? Ja. $250,000 people live there. Nein, das ist Call of Duty. Also, ich fand den vierten Teil am besten. Ich hab nicht viel gespielt, aber den ersten Black Ops Teil. Ja, okay, der war auch nicht schlecht. Der war auch nicht schlecht. Vielleicht hab ich den ersten oder zweiten Black Ops Teil. Aber meine gesamte Lieblingsreihe war die Modern Warfare Reihe. Halt von 1 bis 3 war es halt am besten. Hab ich nie gezockt. Ich hab 3 ein bisschen im Multiplayer gespielt, aber nur ganz wenig. Okay, der Multiplayer, der war damals richtig viral, ey. Da war jeder drin. Und lokal im Splitscreen. Okay, das ist auch das Coole an COD. Auf der Konsole, ja. Oder die Missionen auch. Die Missionen waren cool, die fand ich geil. Ja, das auf jeden Fall, ich rede ja so vom Story-Modus auf jeden Fall. Ich bin ja so dieser Story-Player. Hab ich leider nie gespielt, die alten Teile, weil ich es eben nie besitzt habe. Außer Black Ops 2. Der vierte COD-Teil war der allererste, den ich gespielt habe. Ich habe keine Ahnung mehr, weil es sind ja auch Steam, waren ja manchmal welche immer kostenlos und da habe ich dann immer... Ach, echt? Da waren welche kostenlos bei Steam? Auf Steam, ja, da haben sie Dinge, da haben sie doch immer so ein kostenloses Wochenende gemacht für... Ach so, Wochenende kostenlos, ich dachte schon komplett. Na, das nicht. Hätte mich schon gewundert. Da war immer, ich glaube, das war Black Ops 2 immer, der war immer kostenlos und dann habe ich mit meinen Kumpels haben wir uns also, zusammengetan. Was ich damals hatte, ich habe ja Black Ops 2 das erste Mal auf Xbox gezockt. Und was ich damals hatte, es gab bei Amazon diese Aktion 3 Spiele für 45 Euro. Mhm. Dann habe ich mir, boah, was habe ich mir da nochmal geholt? Ich habe mir auf jeden Fall BO2 geholt. Und noch irgendwelche 2 geilen Spiele. Ich weiß nicht mehr, was war. Ich glaube Bioshock Infinite unter anderem. Boah, schön. Und ja, da habe ich echt ins Schwarze mitgetroffen. Und Black Ops 2 habe ich mir damals eigentlich nur geholt, weil ich den Zombie-Modus so übelst geil fand. Und den habe ich auch so gesuchtet. Gibt es Hasen in diesem Spiel? Ja. Da habe ich gerade einen gesehen, der ist mir gerade hier komplett vorbeigeflitzt. du kennst doch den Transitspielmodus, ne? In was? Transitspielmodus in COD. BO2. Transit, war das wurde immer auf den Bus? Ja, genau. Okay, ja. Das war damals der Grund, warum ich mir das Spiel geholt habe. Ich habe das halt übelst gefeiert. Das war cool. Und wegen Zombie habe ich mir auch immer. Ja, er ist ja Zombie. Aber ja, aber die ja, aber okay, aber es ist ja eine andere Art von Zombie. Ja, ja klar. Ich fand's halt so geil, dass du mehr die Freiheit hast, wo du hingehst und so. Mhm. Dann haben wir uns immer aufgeteilt und so Zeugs. Was ist das denn hier? Eine Sporttasche, eine verrottete. Lecker. Na komm. So. Lecker. Okay. Wo wollen wir da hin? Ich bin in der Stadt drin rein. In der Hut. In meine Hut. In meinem Hoodie. Oh. Nein, immer. Ach ne, guck mal. Stimmt, hab ich noch gar nicht gezeigt. Ich hab ein Poncho. Ich bin happy, okay. Doch, den hast du mir schon gezeigt. Mit dir ja, aber meine Zuschauer noch nicht. Achso, ja. Die haben es, glaube ich, noch nicht gesehen. Stimmt, da, ich glaube nicht. Ah, so muss das sein.
Eine Bar und ein Bike hat zwar mit drin. Wo ist denn dein Bike? Ich will dein Bike klauen. Ich freue mich auf die nächste Alpha, wenn es einen Jeep gibt. Das wird schön. Mein Zombie. Ich brauch mal neue Pfeile. Schon? Ja, klar. Hier. Guck mal her. Was hier? Wirklich. Guck mal hier in der Mülleimer neben der Bar. Boah, die Bar ist ja richtig schick. Boah, ist das schick hier drin. Das gefällt mir richtig gut. Cool. Und dann noch hier diese ganzen Straßenschilder drin. Man soll nur so ein altes Klavier haben und dann. Boah, so ein altes Klavier. Ich finde die super. Mhm. Wie heißen die genau? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Heißen die britische? Orgel. Nein, Spaß. Orgel gibt's auch ein Orgelklavier. Das ist auch schönes. Die haben auch einen schönen Klang. Ne, es gibt irgendwie einen Namen dafür, aber welchen soll ich nehmen? Klavier? Okay. Ich glaube, das heißt British Clavier. British Piano oder so. Ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt rein hier. Achso, ich hol mir mal das Benzin hier mit. Don't shoot at the Benzinfass. Pam. Mit Pfeil und Bogen oder was? Mit allem. Also mein Pfeil drauf. Also, ja. Da hinten waren wir schon. Ja, waren wir noch nicht. Ich glaube, die noch rein. Geh schon mal ein bisschen weiter. Wow, komm hier raus. Ich geh schon mal a little bit weiter. Oh, da oben kann man auch rein. So ganz schön einbrechen. Ah, Hund. Bifi. Posse, dann lauf zu mir. Wo bist du überhaupt? Ich bin da gegenüber. Da, die Richtung. Ach, der macht wieder Tokyo Drift. Oh, das war ein Zombie. Pff. Lauf. Tokyo Drift. Lauf! Oh, zu spät. Ach komm, ja, komm. Lauf weg. Au, das macht Schaden. Oh, das macht gut Schaden, der blutet. Ey, schön nicht. Ach komm, warum treffe ich den nicht? Jetzt reicht's mir. Ach komm, ich hol meine Knüppel, ist besser. Hä? Wollte ich denn jetzt getroffen? Von dir oder was? Von unten, von dem Laufen, kriechen dem. Nee, der hat nicht geschlagen. Ja, okay, das war jetzt. Der will die Animation nie machen, deswegen. Das wäre jetzt totaler Schwachsinn. Ich weiß nicht, warum die immer so weit treffen bei mir. Obwohl ich immer zurückspringe, treffen die mich noch. Oder noch einer. Achtung. Lauf weg. So viel Schaden. Achtung, lauf weg. Gut. Hä? Der schlägt an mir vorbei und trifft mich. Genau so, mehr. Ja. Au! Eine Reichweite. Bei dir treffen die dich auch so weit teilweise, ne? So. Glück habe ich noch ein paar Medikamente dabei. Ich kann was gebrauchen. Ich kann dir gleich was geben. So. Nimm aber keine Schmerzmittel, wir können auch da in den Pillenladen gehen. Ey, das war eine Horde. Ach was? Oh, deswegen. Weg, Mama. Achtung, da weg! Oh, da ist noch einer, dankeschön. So, jetzt. Komm schon, Mama. 363. Ah, die ist schon tot. Was, Big Mama noch nicht? Hm.
Puh. So unerwartet. Achso. Ja gut, dann. In den Pillenladen. Ja. Wo ich eigentlich rein wollte. Da hinten den aber. Ich hab hier noch einen. Denn da waren wir. Achso, der kleine. Nee, da wollte ich gerade rein, aber da kam die Hälfte raus. Nein, ich meine, du meinst den kleinen. Weiß nicht, wen meinst du? Ich meine den großen. Ach so, den meinst du? Ja, den auch. Das ist jemand ziemlich böse gefahren. Na gut, aber wenn das. Hast du Medizin gefunden, was gut ist? Alles. Normalen Verband habe ich. Was Examen, oben? Oder? Nee, was oben? Nee, noch nicht. Weg. Nee, ich geh schon rüber. Wohin? Zum großen. Okay, hier ist noch nichts. Hier sind ziemlich viele Zombies. Ja, die gehen da irgendwo rein, aber. Ja. Das ist mir egal, der Zombie. Genau. Ich würde sagen, wir suchen einfach nur was, um uns zu heilen. Wir holen nicht alles mit. Dann haben wir später noch was. Ja, falls wir mal in der Nähe sind. Halt das, was wir sowieso nie brauchen, holen wir raus, ne? So wie Schlösser. Aber wo gute Sachen drin sind, die lässt du einfach drin. Wenn du die nicht brauchst. Ah, Schmerzmittel, ich nehme die jetzt einfach. Jetzt habe ich hier eigentlich Antibiotika. Nehmen wir mal mit. Haben wir zu Hause noch Antibiotika? Weiß ja, nicht. Die Sachen, die wir nicht brauchen, die lässt du einfach drin. Weil ich wollte direkt weiterziehen. Okay. Spiritus, das nehme ich aber mit. Das hört sich nämlich gut an. Ja, ich habe Spiritus und sowas drin gelassen. Ich brauch's ja jetzt nicht auf der Tour. Ey, da ist ein Zombie auf dem Dach. Oh, ups. Ich habe Verband genommen, den ich nicht mehr brauche. Hi, Aufwache. Huch, wo kommst du her? Ja, ich geh wieder. Juck mich nicht. Hallo. Doch, wo bist du denn? Hallo, Darkness, my friend. Ich gehe ja auch nicht rein, oder? Machen wir auch wieder in Ruhe. Was? Ich bin ein Stimmbruch. Was sagst du? Fang mich! Nein. Okay. Wir sind auf einer Mission. Bin hier? Sicher. Cool. Boah, das ist so leer hier, der Teil. Statt Innenteil, Außenteil. Ey, hier ist kein Wüstenbereich mehr in dem Teil. Nope. Hab ich was gesehen? Ey, hier ist noch eine andere Stadt. Komplett andere Stadt einfach. Oh. Tatsache, sieht irgendwie. Oh, es sieht irgendwie verärmlicht aus. Ja, hier sind aber keine besonderen Gebäude, das ist das Problem. Hey. Was brauchen wir denn eigentlich noch? Das Einzige, was wir für unser Bike brauchen, ist. Den Bauplan fürs Bike selber. Das war's. Richtig. Da hinten ist ein Haus. Möchten wir da hingehen? Ne, ist auch nichts Besonderes. Ich würde sagen, wir können ja auch erstmal ein bisschen Eisen sammeln. Wir lassen so einen Turm einstürzen. Mach da mal hin. Sieht so cool aus. Ja, ist nur so eine Holzhütte, wie wir auch haben eigentlich. Da findest du eigentlich nie so viel Zeugs. Das ist aber besonders. Sieht so einsam aus. Braucht Freunde. Wir müssen hinten rechts nach Süden gehen. Und da dann die Häuser umfahren. Die Türme da, meinst du? Ja.
genau. Genau, auf dem, da wollte ich gerade auch hingehen. Ja. Oh, warte, hier ist ein Bücherladen. Bücherladen. Ist es ein neuer Bücherladen oder eine? So ein alter, also da waren wir aber noch nicht drin. Ah, da, schön. Praktisch. Was ist denn hinten? Achso. Ich geh mal hoch. Ach, Mist. Da wäre was. Nehmen. Ach, der ist schon tot. Wusste ich's doch. Er hat nämlich so ein komisches Geräusch von sich gegeben. Hey. Hey, Hutmann, hier bin ich. Au, schlag mich nicht. Alter, schlag mich nicht. Mann, ey. Ey, das baut ziemlich viel ab, die Spitzhacke. Das ist geil. Bin ich nämlich direkt schon drin hier unten. Boah. Die gegeben. Da wollte ich jetzt endlich ran. Wo ist es hin? Da. Aber hier ist nichts mit. Nix mit Minibike. Ja. Dann können wir uns ja auch so eine Basis mal vorknöpfen hier. Oben auch nicht. Ah? Oh, was ist denn hier noch drin? Achso. Gar nichts mehr. Ja, ne, wie gesagt, die Sachen, die du nicht brauchst, Papier und so rausziehen, ne? Ne, das. Oh, Papier habe ich noch. Ne, Ding, ich nehme Gläser mit. Achtung, weg. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier links rein, oder? Ja. Komm ich hier hoch? Ne, Mist. Ne, das ist zu hoch. Fällt mir aber ganz gut so, dass es alte Basen gibt, das wusste ich noch gar nicht, oder hab's irgendwann mal vergessen. Nichts ist unmöglich. Bobby, was? Blablab. Ah, der Zombie rennt ja. Da sind ganz schön viele drin. Warum rennt der Zombie? Warum steht der Zombie in mir? Ey, das ist Ach! Ey, das ist was Neueres, glaube ich. Weil ich war schon damals im Video gehypt, das fällt mir nämlich ein. Ich war damals im Video gehypt, dass es eine Überlebendenbasis gibt, hab mich aber nicht weiter damit beschäftigt. Ich hab nämlich mal gehört, dass so eine Basis hier bewohnt sein soll oder so. Ich find erstaunlich wenig, ne? Wo bist du denn? Dann kommen wir auf den Platz hier. Synchronkill! Geht doch, ey, Mann. Ah, Katzenfutter kann ich scrappen. Ja, nochmal zwei. Da. Haben ja voll viele. Ja, die sind überall, die rennen mich schon. Oh, scheiße, wir sind wieder voll über die Folge hinaus. So wie immer. So wie immer. Egal, habt ihr diesmal viele. Macht aber auch richtig viel Spaß, vor allen Dingen auf dem Server eben. Gut, dann moderiere ich mal ab. Medizin. Bis morgen. Nein. ja, dann hoffen wir natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann übermorgen oder in zwei Tagen. In zwei Tagen, glaube ich. Wieder. Ja, kommt davon. Ja, doch, nee. Ist im Schnitt alle zwei Tage haben wir noch Folgen. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr seht es dann schon. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.